Bist du drauf lackiert? Du musst dich ein bisschen nach vorne machen. Ja. Reicht das so? Als Helligkeit? Ja. Gut. So. Dann geht mal los. Wir sind vom Studentischen Soziologie-Magazin und wir haben heute ein Interview mit Herrn Professor Dr. Angermüller. Sie lehren an der Universität Mainz und haben ein breites Spektrum an Bereichen, zu denen Sie arbeiten, vor allem zur Diskursanalyse. Da haben Sie auch heute im Rahmen der Tagung Bedeutungsansprüche in qualitativer Forschung einen Vortrag gehalten zur Diskursanalyse, zum wissenschaftlichen Diskurs. Und da haben wir auch schon gleich die erste Frage im Rahmen der Tagung. Genau, und zwar haben Sie gesagt, dass es auf jeden Fall von Vorteil ist, sich nicht mit dem Kontext eines Textes zu befassen, sondern sich zu fragen, wer ist der Autor? Okay, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Kontext sehr entscheidend ist. Aber die Frage ist eben nicht so sehr für die Art von Arbeit, die ich normalerweise mache, was die Themen, Inhalte von Diskursen sind, sondern eher die Frage, wie da bestimmte dialogische Positionen konstruiert werden. Insofern bietet die Diskursanalyse Theorien und Methoden an, um die Frage zu untersuchen, wie eben die verschiedenen Akteure des Diskurses, darunter vor allem auch der Autor, über die Texte konstruiert werden. Sie haben schon den Begriff Diskursanalyse in den Raum geworfen. Und zwar wäre die Frage, ist die Diskursanalyse eine Methode oder eher ein Forschungsstil? Ja, man kann die sowohl als Methode als auch als Forschungsprogramm verstehen. Mhm. Ich würde sie vor allem erstmal als ein Forschungsprogramm oder Forschungsfeld verstehen, wo ganz unterschiedliche Methoden versammelt sind. Ich habe ein sehr breites, sehr großzügiges Verständnis von Diskursanalyse als das Forschungsfeld, das sich beschäftigt mit am Schnittpunkt von Sprache und Gesellschaft. Und es geht also um die soziale Produktion von Sinn vor dem Hintergrund der vielfältigen Aspekte, Methoden, Dimensionen, die für Diskurse wichtig sind. Also das können stärker praxisorientierte, das können stärker textorientierte, wissensorientierte Ansätze sein. Und ja, dann gibt es natürlich auch Methoden der Diskursanalyse, spezifischere, genauere, analytischere Zugänge zu bestimmten Gegenständen oder bestimmte Arten Material zu analysieren. Die Polyphonieanalyse, die Aussagenanalyse, die ich vorgestellt habe, ist eine solche Methode, die eben die vielen Verweise auf die Sprecher da draußen analysiert, die man von Texten ausgehend eben im Diskurs reflektiert sieht. Und im Rahmen der Diskurstheorien gibt es ja auch verschiedene Richtungen. Den Strukturfunktionalismus und den Poststrukturalismus, der eigentlich in der Folge vom Strukturfunktionalismus entstanden ist. Den Poststrukturalismus würde ich stärker in die Linie des Strukturalismus stellen. Ja, ja. Strukturfunktionalismus wäre eine soziologische Form des Strukturalismus, die aber mit Fragen von Diskursen und Sprache nicht sehr viel zu tun hat. Das ist dann Parsons vor allem. Ich würde Poststrukturalismus stärker sehen in der Linie, die aus der formalen Linguistik herauskommt, beispielsweise zu Saussure. Ja, und da gibt es dann so recht vage Sammelbegriffe wie Poststrukturalismus oder alles Mögliche. Postkolonialismus. Postkolonialismus wäre auch da natürlich irgendwie im weiteren Sinne zu nennen, also eine Forschungsorientierung mehr, bestimmte Form der Untersuchung von bestimmten sozialen Problemen. Und ich sag mal so, ich habe da mal ein Buch geschrieben zum Poststrukturalismus, wo es darum ging, eben zu zeigen, dass in Frankreich das Land, das gemeinhin so als Mutterland des Poststrukturalismus gilt, mit Theoretikern wie Derrida, Lacan, diese ganzen kanonischen Figuren, die heute so rauf und runter immer genannt werden.
dass man dort dieses Etikett gar nicht kennt. Und dass es eine Erfindung ist von irgendwelchen Deutschen und Amerikanern, die dann diese Theorien aufgenommen haben und da irgendwie so ein Etikett brauchen. Insofern ist es kein Etikett, wo man sich so ohne weiteres mit abfinden mag, wenn man vielleicht sich mal auch bestimmte Vertreter aus dieser Richtung irgendwie ruft. Ja. Also man hat es jetzt einfach gebraucht und es ist eingeführt worden als so ein ganz allgemeiner, relativ vager Begriff, der im deutschen Sprachraum tendenziell eben unterstreicht, die Fragilität des Subjekts, ja, also die Dezentrierung des Subjekts, das eben nicht mehr im Zentrum der Sinnproduktion steht, sondern selbst ein Effekt von bestimmten diskursiven sprachlichen Prozessen. Die zweite Sache ist, dass man eben hinterfragt die Idee von einer großen geschlossenen Struktur, sei es einer Sprache, aber auch vor allem einer Gesellschaftsstruktur, die uns eben relativ geschlossen daherkommt und es gegeben ist als beispielsweise nationalstaatliche wie Containerstruktur oder als sonstige feste Strukturen. Und vielleicht könnte man noch nennen, dass auch noch hinterfragt wird die Idee des Sinns als so ein übergreifender intersubjektiver Wissensraum, wo man sich dann als Subjekt zu Subjekt dann irgendwie versteht und gemeinsames Wissen aufbaut. Ja, da würde man mit dem Terminus des Poststrukturalismus tendenziell unterstreichen, dass dieser Sinn- und Wissensraum in sich gespalten und brüchig ist und es mehr um die Grenzen geht als um das Verbindende. Und insofern, man kann vielleicht so ganz allgemein sagen, Poststrukturalismus in dieser wirklich in der Problematik. Ich würde mich jetzt nicht so direkt darauf berufen, auf diesen Begriff, ja. Betont tendenziell eben die Brüchigkeit, innere Widersprüchlichkeit, die Nichtgeschlossenheit von Subjekt und Struktur in der allgemeinen sag mal, Sprache und Diskurs, aber vor allem auch inzwischen in der allgemeinen sozialen Kulturtheorie. Und es ist eben eines der Paradigmen geworden, auf die man sich in ganz unterschiedlichen Kontexten bezieht und bei weitem nicht nur im Bereich der Diskursforschung. Wo wir schon von Poststrukturalismus gesprochen haben, und zwar zu Michel Foucault. Er hat ja die Wissensordnung an sich historisch gesehen, dass so gesagt je nach Epoche eine bestimmte Wissensordnung gibt und in dieser Wissensordnung eben auch bestimmte Episteme. Und da wäre die Frage eben, ob jetzt die Postmoderne die gleiche Wissensordnung aufweist wie jetzt die Moderne. Oder ob da schon eine veränderte Struktur nachweist. Also in der Tat, diese Arbeit von Foucault zu den unterschiedlichen historischen Denksystemen macht ja eigentlich Mitte des 20. Jahrhunderts spätestens Schluss. Ja, genau. Die materialreicheren Untersuchungen sind eigentlich dann beschränkt auf das, ich sag mal, 16. bis 19. Jahrhundert. Und ich denke, man könnte in der Tat diese Abfolge von bestimmten Wissenssystemen weiterschreiben mit einer Theorie von modern und postmodern. Genau. Ich denke, was in der Postmoderne vor allem zum Problem wird, ist Repräsentation in einem doppelten Sinne als politische Vertretung, aber auch als ästhetische Darstellung. Das heißt, es wird zunehmend hinterfragt, dass die kulturelle Welt, die symbolischen Medien, mit denen wir so operieren, dass die auf irgendwas da draußen verweisen, als eine vorgängige Realität, die einfach nur sozusagen abgebildet wird und wo sozusagen Abbildung, Darstellung, Reflexion selbst zum Gegenstand von theoretischen, aber auch alltäglichen Fragen wird. Ja? Es wird zunehmend die Grenze auch von solchen Repräsentationsmodellen unterstrichen und es wird eben gezeigt, dass da was Symbolisches ganz zentral irgendwo zwischen der Welt und unserem Denken steht. Und wir können da nicht einfach sozusagen so ganz bruchlos durchblicken, wie so ein Fenster aufmachen und dann in die Welt gucken, sondern es ist immer sozusagen dieser Fluss von Zeichen und von Medien, von Symbolen, die uns
sagen wir so eine ungefähre Idee geben, aber wir sind immer verstrickt in diesen Flüssen und können dann nicht so wirklich uns mit der Welt an sich irgendwie abgeben. Ja, da würde ich gerne auf die Kommunikationstechnik kommen, das passt ja auch. Sie zeigen das Social Media, ne, wenn wir schon beim Thema Medien sind. Entwickelt es sich dahin, dass die Diskursanalyse immer komplexer wird? Diskursanalyse als Forschungsfeld ist extrem komplex. Das ist, wenn man es so großzügig versteht wie ich, und die alle machen das, ja, ein Feld, was zum einen sehr, sehr alt ist, weil es im Grunde so am Schnittpunkt von Sprache und Gesellschaft so die allerälteste und erste Fragestellung der Geisteswissenschaft schlechthin eigentlich behandelt. Ja? Also wie wird Sinn produziert? Ja? Das fängt im frühen 19. Jahrhundert an. Und sollen wir kurz warten? Ja, ich glaube, das bringt sonst nichts. Das kann man rausschneiden. Genau. Gut, ich fange nochmal an. Okay. Gut. Also, wenn man eben Diskursanalyse so sehr breit versteht, ja, als das Feld, das sich mit der Produktion von Sinn am Schnittpunkt von Sprache und Gesellschaft betätigt, dann ist das eigentlich die allererste und ursprünglichste Frage, die für die Geisteswissenschaften vor allem auch in Deutschland eine Rolle gespielt hat. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass es dann eine Vielzahl von Feldern gibt, die zum Teil auch ganz parallel, ohne miteinander zu wissen, sich gebildet haben seit 200 Jahren, in verschiedensten Disziplinen, die irgendwo an diesen Fragen arbeiten. Und insofern kann man sagen, wenn man sozusagen das so ganz global betrachtet, ist das einfach also fast unüberschaubar. Mhm. Wenn man jetzt Diskursanalyse, wie es auch gemacht wird, so ein bisschen enger begreift, so als ich sage mal das Modefach, wo sich dann irgendwie Leute mit so solchen Namen irgendwie beschäftigen, dann ist es natürlich was Neueres. Und auch dieses Feld, was auch dann maßgeblich dazu beigetragen hat, dass überhaupt dieser Bereich von Sprache und Gesellschaft sich irgendwie zusammengefunden hat, ja, und die Verbindungen auch deutlich gemacht worden sind. Auch dieses neuere Feld ist inzwischen sehr differenziert. Ja. Also es kann man sich anschauen, beispielsweise auf diskursanalyse.net, die vielen unterschiedlichen nationalen disziplinären Traditionen, die da zusammenkommen, ja, unter solchen vermeintlich einheitlichen Etiketten und Co. Da ist man doch immer überrascht, also wie viele unterschiedliche Epistemologien, Methoden, Theorien da dahinter stecken. Und insofern ist es ein Bereich, der sehr dynamisch ist, wo sich viel getan hat in den letzten paar Jahren, der sich auch weiter irgendwie entwickelt und sich auch nicht jetzt so verfestigen kann, weil er eben so relativ unüberschaubar ist für fast alle der Beteiligten. Und ja, insofern Fragen von Mediengesellschaft, von öffentlichen Debatten, von der ganzen öffentlichen Verständigung über das, was die Gesellschaft so bewegt. Das ist natürlich irgendwie spätestens mit dem Aufstieg der Massenmedien in den 60er Jahren, der audiovisuellen Massenmedien auch für die Sozialwissenschaft ein heißes Thema geworden. Insofern gibt es dazwischen ein sehr ausgeklügeltes, ausdifferenziertes Set an Ansätzen. Nochmal auf die Social Medias anzusprechen. Und zwar durch die Entstehung des Internets ist es ja auch immer schwerer geworden, eben die Bedeutung hinter bestimmten Texten herauszufinden, weil man eben keine Face-to-Face-Interaction hat. Und da stellt sich die Frage, wird es immer schwerer, so gesagt, die Diskursanalyse dadurch durchzuführen, dass eben durch das Internet eben die Kommunikationstechnik zum einen rasanter, also schneller geworden ist und eben die Bedeutung pluralisiert haben. Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Ich sage mal, in der Soziologie, wenn man von Linken ausgeht, ist das paradigmenstiftende Feld für diesen Bereich der Sinnanalyse, sage ich mal, die Konversationsanalyse.
Da gibt es seit den 60er Jahren etablierte, elaborierte Methoden und Theorien, um die Regel zu brechen und zu versuchen. Ja. Und oft war es so, dass dann auch diese Ansätze aus der Kompositionsanalyse dann auch schriftliche Texte angewandt worden sind. Und das hat natürlich dann irgendwann genau die Grenzen, die du nennst. Und die Diskursanalyse hat sich eben gerade herausgebildet als ein Ansatz, der sozusagen den verschiedenen Kanälen, Medien oder auch den nicht vorhandenen Medienkanälen gerecht werden kann. Besonders auch den schriftlichen Texten. Mhm. Ja, also Diskursanalyse wird heute tendenziell als das Feld betrachtet, das sich mit schriftlichen Texten beschäftigt, im Gegensatz zur Konversationsanalyse, die sich eben mit mündlichen Texten beschäftigt. Und ich denke mal, genau dieses Phänomen, dass eben da Explosion sozusagen von Schriftlichkeit in neuen sozusagen medialen Formen stattfindet, seit eben den 60er Jahren mit dem aufgesetzten Medien, wo es schon mal die Diskussion gab, ja, also die Analyse von Bach, Situationisten und so weiter, und zu Massenmedien und der kritischen Theorie, ja, die sich auch damit natürlich beschäftigt. Gab es damals schon mal, wird es heute wieder natürlich gefällt, natürlich auch das Internet. Und was da passiert ist, dass da, ich sag mal, Sprachmaterial zirkuliert, was sehr leicht reproduzierbar ist. Und wo sozusagen eine natürliche Verbindung mit der Hier- und Jetzt-Situation nicht mehr vorausgesetzt werden kann. Deswegen wird das opaker, weil die Leser vielleicht noch kreativer sein müssen, um diesen Kontext beizubringen, sich eben zu überlegen, zu finden vielleicht auch, ja, und wo bestimmte Dinge, die uns einfach so gegeben sind, ja, hier sind die anderen eben da, ne? In dem akademischen Diskurs sind die anderen nicht da, und es gibt nur diese Andeutungen, ja, also es scheint dann auch die Relegation zum Beispiel auf, gegen die man sich wendet, ohne den Namen zu sagen. Das ist ja im Grunde das gleiche Phänomen, ja, als das klassische Medium des Buchs. Und dieses Problem, was dann eben auch der Text als sozusagen eine relativ homogene Kommunikationseinheit zerfällt in diese Überlinks und diese dynamisch immer wieder neu formierenden Webpages, wo dann auch dann zum Teil bestimmte Kontexte über audiovisuelle Medien wieder reinkommen. Ja. Das weist eben darauf hin, dass so ein Modell, was von einer natürlichen Verbindung von Text und Kontext ausgeht, eben problematisch geworden ist. Und das ist genau der Punkt, der Diskussion ist. Sich sozusagen mit Sinnproduktion zu beschäftigen, wo beispielsweise der Jetzt-Kontext nicht so ohne weiteres mit getragen wird, wie hier in diesem Gespräch. Ich würde nochmal auf den Vortrag zurückkommen. Da war das Thema Subjektivität. Und da ist unsere Frage, inwieweit Subjektivität den wissenschaftlichen Diskurs beschreibt. Ja, also sagen wir so, das Ziel des Vortrags war ja zu sagen, es gibt keine Diskurse, auch keine akademischen Diskurse, wo nicht immer sozusagen diese vielen ineinander verschachtelten, flüssigen Skulpturpositionen, die auch dann von Leser zu Leser neu produziert werden, nicht immer mitschwingen. Es gibt keine Sachen, die gesagt werden, die nicht irgendwo darauf verweisen, dass es jemand sagt. Insofern muss alles, was gesagt wird, als subjektiv auch wahrgenommen werden. Die Frage ist dann, wie man damit umgeht. Und ich sage mal so, die einen sagen, okay, wir lesen das ganz genau und immer wieder und werden Experten des Diskurses und wissen dann auch, was die Person gemeint hat und wie sowas verstanden wird in der Gemeinschaft beispielsweise. Da sage ich dann, das ist ein hehrer Anspruch in vielen Bereichen. Ich sage nicht, dass das unbedingt nicht legitim sei, aber da muss man oft durchaus mit relativ viel wissenschaftlicher Autorität dann sagen, das ist jetzt dann auch so verstanden. Das mag für bestimmte Gegenstände auch ganz gut klappen. Gerade bei meinem Gegenstand akademischer Diskurs geht das nicht, ja, weil die permanent so sprechen. Ja. Und ich muss sagen, dass es ganz anders ist. Und deswegen ist sozusagen meine Position ganz klar radikale Indifferenz. Mir ist egal, was die verstehen.
Mich interessiert genau der Prozess, wie Sie dazu kommen, dass Sie davon dann ausgehen, dass bestimmte Sachen von der Person und andere Sachen von der Person gesagt werden. Und das zu beobachten, ist sozusagen eine Leistung eines Beobachters zweiter Ordnung. Und damit komme ich auch deren sozusagen Geschäft nicht in die Quere. Und deren Geschäft ist es gerade sozusagen festzulegen, was die richtige Interpretation ist. Das ist sozusagen der Job des Großpolizisten. Ich bin sozusagen der Analytiker, der die Diskurspolizisten bei der Arbeit beobachtet. Und kennen Sie vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, wo genau ein wissenschaftlicher Diskurs eben vielleicht bestimmte Charaktereigenschaften hervorruft? Vor allem in Bezug auf die Postmodelle, dass man da eben ein Beispiel nennen könnte, wie es aussehen könnte, diese wissenschaftliche Diskursanalyse. Okay. Also was man sich zum Beispiel anschauen kann, sind über politische Diskurse. Über auch überschaubares Material, dann über dieses Spiel von Positionen, politisch-soziale Handlungsräume dann reduziert werden. Ja, wenn eben sozusagen selbst einzelne Aussagen durchaus eine sehr komplexe Subjektpositionsstruktur aufweisen. Es ist natürlich klar, dass dann mit 5 Aussagen dann möglicherweise schon 50 Positionen gespielt sein können. Man hört ja sofort auf nachzudenken, ja, als normaler Leser. Und das ist ja der Punkt, dass wir dann das irgendwie permanent zu reduzieren versuchen. Aber das Potenzial, was diese Texte anbieten, um eine Vorstellung von dem politischen Raum da draußen zu gewinnen, das muss sozusagen irgendwie im Text gegründet sein. Dass wir sozusagen die Unterstellung meines Ansatzes hier. Und das ist eben ein Ansatz, der meines Erachtens besonders da interessant ist, wo wir nicht davon ausgehen können, dass der politische Raum von vornherein schon institutionell klar abgesteckt ist. Er ist natürlich klar abgesteckt im nationalstaatlichen Rahmen. Und da gibt es Bundeskanzler und Parlament und Wahlkampf und Opposition. Und dann alle 4 Jahre werden die Position neu bestimmt. Man weiß natürlich schon ziemlich genau, wer da relevant ist, ne, und wer überhaupt für wen sprechen darf. Das ist irgendwie gesetzlich, sage ich mal, formal festgelegt. Aber natürlich ist es so, dass Politik nicht am nationalstaatlichen Rahmen aufhört. Und beispielsweise mit so einem Ansatz könnte man, sagen wir, diesen Tendenzen der globalen Postmoderne ein Stück weit Rechnung tragen und eben zeigen, dass dass eben mit solchen Texten auch übernationale Diskursräume angedeutet werden. Und Leser möglicherweise solche offenen Positionen, die dann in der Lektüre aufgemacht werden, nicht nur unbedingt mit nationalstaatlichen Sprecherpositionen assoziieren, sondern mit neuen Akteuren, die irgendwo auf einer neuen politischen Ebene agieren. Globalisierungskritische Bewegungen zum Beispiel. Ja. Die kann man nicht lesen. Und die werden aber gleichwohl natürlich in den gegenwärtigen Mediendiskursen präsent und real gemacht. Ja, die spielen eine Rolle. Und aber nur sozusagen auf so einer massenmedialen Diskursebene. Ja. Also man kann ja nirgendwo wirklich festmachen. Und das ist eine Realität geworden. Ja. Also es wird immer gesagt, ja, der Diskurs ist dann irgendwie sowas Schwammiges oder denkt man sich denn Realität so aus. Darum geht es nicht. Der Punkt ist, dass durch sozusagen immer wieder Wiederholung in großen Diskursgemeinschaften, durch permanentes sozusagen Rumspielen mit diesem Sprachmaterial, ja, in tausendfacher Weise, dass da auf eine bestimmte Art und Weise soziale Ordnung nicht nur repräsentiert wird, ja, sondern auch vor allem festgelegt wird. Also wenn alle daran glauben, wissen wir ja als Soziologen, dann ist das auch irgendwann da. Und das ist, was man sozusagen mit so einem Ansatz dann vielleicht noch ein Stück weit mehr reflektieren kann, als beispielsweise, ich sag mal, klassische Policy-Analysen der Wissenschaft, ja, die mit solchen NGO-Prozessen traditionell, jetzt hätte ich mir so aber früher, eher noch mehr Probleme hatten und ja, inzwischen eben auch sehen, dass sozusagen der klassische
politische Rahmen, ja, der relativ fest gefügt worden ist durch irgendwelche revolutionär entstandenen oder wie auch immer gewachsene Institutionen, das nicht mehr. Dass Kritik auch auf einer sehr diskursiven Ebene produziert wird, gemacht wird, die sich nicht in diesem festen Institutionen fügt. Vielleicht kann man da gleich noch Ihren Text ansprechen zu Fiximini. Da hatten Sie ja eine Rede von Putin, dem Staatspräsidenten von Russland, eben da in seiner Rede analysiert. Und welchen Ergebnissen sind Sie da? Ja, in diesem Artikel ging es um die Frage, wie eben eine politische Message konstruiert wird von dem offiziellen Repräsentanten eines Staats. Und es ging eben um eine Rede, die Putin gehalten hat in einem hegemonial besonders kritischen Moment, wo eben, sagen wir mal, die liberale Hegemonie der Jelzin-Ära verabschiedet worden ist, im Lichte eben der terroristischen Tendenzen Anfang der 2000er Jahre in Russland, wo dann im Zuge der Putin-Präsidentschaft ja, dieses russische Verständnis, wie es so gesagt worden ist, der Demokratie sich langsam durchgesetzt hat. Und ich habe in diesem Artikel gezeigt, zum einen, wie diese Rede funktioniert, die nämlich in der Tat verschiedene Bedeutungspotenziale offen hält, strategisch offen hält, um auch multiple Leserschaften oder Zuhörerschaften, Teilnehmerschaften des Diskurses zu bedienen. Ich habe versucht zu zeigen, dass durch diese anonymen anderen, die da aufgerufen werden, Frames aktualisiert werden können bei den Lesern, die vollkommen unterschiedlich sind. Nämlich zum einen der Frame, ja, Russland muss wieder sozusagen wie in das Rhythmus stark werden, sie verteidigen, sie feiern das Äußeren, ja, und dann werden sozusagen diese anonymen terroristischen anderen mit den Terroristen assoziiert und man selbst stellt sich dann die Linie, umgekehrt. Ganz präsent, ist schon ein paar Jahre hier. Dauert immer ewig, bis sowas dann irgendwie erschienen ist. Genau, der eine Frame geht davon aus, Russland ist sozusagen im Lichte dieser Terroristen bedroht von äußeren Mächten. Und das schreibt fort den, sagen wir mal, bolschewistisch-sowjetischen Narrativ, ja, der eingekreisten Sowjetunion, die sich gegen die Imperialisten verteidigen muss, ja. Und das andere Szenario, was da aufgerufen werden kann in der Rede, ist ganz im Gegenteil. Russland muss sich gegen die Terroristen verteidigen und setzt damit fort, genau sozusagen die westliche Antiterror-Politik, die sie von Bush auch vor allem vertreten wird. So, dass man sich dann gerade sozusagen die Linie des Westens schreibt. Und ich habe dann eben gezeigt, wie die Reaktionen im Pressediskurs der Zeit waren, im Tagen danach. Und in der Tat gesehen, dass es da ganz verschiedene sozusagen Antworten gab. Das erinnert zum einen daran, dass die Bedeutung von so einer Rede nicht sozusagen im Text selbst liegt, sondern erst durch die Reaktion hergestellt wird. Ja? Also es gibt da sozusagen Bedeutungspotenziale, die offen bleiben, bis sie dann durch Reaktion festgeschrieben werden. Und dann kann man halt sozusagen auf ganz verschiedenen Ebenen sozusagen als Leser sich Bild darüber machen, Hypothesen entwickeln, ein Wissen aufbauen, wie das dann wirklich gemeint ist. Aber das ist eben eine Sache, die nicht einfach sozusagen im Text drinsteckt, sondern wo der Leser sehr komplexe interpretative Kontextualisierungsarbeit leisten muss, die durchaus eben verschieden ausfällt, was man dann wieder auch im Pressediskurs sieht. Ja. Ich denke, es gibt dann natürlich andere Situationen, das war ja sozusagen so ein Wendepunkt von der liberalen zur autokratischen, sage ich mal, Hegemonie. In den Jahren danach war das natürlich wesentlich klarer, die Reaktion. Und das zeigt eben, dass es Momente gibt, wo sozusagen Diskurse sich öffnen, ja, wo die Heterogenität auch sichtbar wird, ja, und wo sie sich dann wieder schließen. Beides ist eben sozusagen eine Sache, die irgendwie analysiert werden muss. Ja. Man kann nicht davon ausgehen, dass Diskurse nur dann existieren, wenn sie sozusagen sehr
gefestigt und homogen sind. Ja. Das könnte die Events bei Diskursanalytikern sagen, ja, erst dann ist es sozial. Also, ich sage mal so, bei Berger Luckmann beispielsweise ist ja die Idee, dass sich der intersubjektives Wissen bildet, was dann irgendwie zur Institution verfestigt. Und das hat manchmal so einen gewissen, ich sag mal, organischen Einklang. Ja. Weil das eben unterstellt, dass da wirklich sozusagen eine Gemeinschaft sich konstituiert, die dann ihr Wissen dann in bestimmten gemeinsamen Institutionen oder an intersubjektiven Wissen dann festschreibt. Und insofern würde ich es jetzt nicht absurd und schockierend finden, wenn man meinen Ansatz stärker poststrukturalistisch versteht, weil da halt auch sozusagen die Momente der Öffnung dargemacht werden. Ihre Definition gerade geht ja auch in die Richtung ethnomethodologische Konversationsanalyse. Würden Sie dann auch sagen, dass so gesagt das Individuum eigentlich der Produzent einer sozialen Gegebenheit ist? Oder ist es eher die Gesellschaft, die diese soziale Gegebenheit eben darstellt? Ja. Also da würde ich sagen, bei beiden habe ich so zum Bauch gekommen. Also garantiert nicht das Individuum. Also die Produktion von sozialer Ordnung ist immer was sehr Praktisches. Das ist nicht einfach Ordnung vom Himmel fällt, ja, und dann führen wir es so als Manöver aus, sondern es gibt sozusagen gewisse Vorgaben, Richtungen, Orientierungen, ja, und dann ist die Frage, was man in einer bestimmten Situation, die auch mal neu ist, draus macht. Das ist sicher eine wichtige Sache, aber das ist sozusagen nicht das Individuum, was dann irgendwie in sich irgendwelche Potenzial verwirklicht, ja, und dann irgendwie seine Ordnung schafft, sondern das Individuum ist sozusagen mehr so ein Nebeneffekt. Und die Frage ist eben gerade, wie schaut die Praxis aus, die dazu führt, dass diese Ordnungsprobleme gelöst werden. Diskursanalyse würde natürlich ganz klar sagen, dass es bestimmte diskursive Dynamiken gibt, Prozesse, die vollkommen sozusagen überschüssig sind, ja, also über das Individuum hinausgreifen und dieses eigentlich viel mehr produzieren, als dass es selbst diesen Diskurs produziert. Und zu der anderen Seite, also der Gesellschaftsseite, ja, es gibt in der deutschen Debatte über Diskursforschung, das ist aber nur in Deutschland der Fall, im angloamerikanischen Bereich, ist so eine gewisse, ich sag mal, so einen gewissen makrosoziologischen Touch, dass man Diskurse versteht als ja, so eben das große gemeinsame Wissen von so einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft. Und da finde ich halt viel spannender zu fragen, wie überhaupt irgendwie man davon ausgehen kann, dieses Wissen darüber produziert wird, dass man sowas wie so einen festen Gesellschaftsklotz irgendwie produziert. Und dieser Gesellschaftsklotz wird ja immer mehr problematisiert. Ja, also Stichwort Globalisierung, Europäisierung, da gibt es ja keine natürlichen Grenzen mehr. Es gibt eine starke nationalstaatliche Verengung der Soziologie, die eben von der Gesellschaft spricht und an Deutschland denkt. Und das wird natürlich für immer mehr hochproblematisch. Und insofern würde ich sagen, das Problem wäre stärker eben zu fragen, wie überhaupt ein Verständnis von Struktur produziert wird, ja, was vorläufig ist, was immer wieder neu verhandelt werden muss, was immer wieder bestätigt werden muss, damit es auch real ist oder bleibt. Und viel interessanter sind nicht sozusagen die Strukturen als so konstituierte Einheiten, sondern als zu konstituierende Objekte, die auch in unterschiedlichen Kontexten mehr oder minder systematisch hervorgebracht werden. Ja? Also ich denke, ein wichtiger Punkt ist eben, dass die Vorstellung von der Gesellschaft, die wir auch als Soziologen haben, ist nicht einfach sozusagen da mal vom Himmel gefallen. Die ist in bestimmten historischen Momenten entstanden und von Hintergrund, wo der aufstrebende Nationalstaat eben auch ein zunehmendes Wissen produziert hat über den Herrschaftsbereich, der sich dann allmählich gefestigt hat. Ja. Und die Gesellschaft ist eine Semantik, die im 19. Jahrhundert sich durchsetzt. Also genau im Aufstieg des Nationalstaats, das ist kein Zufall. Und insofern würde ich sagen, sollte man Gesellschaften stärker verstehen als ein Produkt von bestimmten Formen des Regierens, von großen
Bevölkerungen, Massenpopulationen, die dann irgendwie eingefasst werden in solche Strukturen. Aber man sollte nicht glauben, dass die Strukturen irgendwie universal sind, vorgegeben sind, sondern das ist sozusagen ein politisches Produkt von bestimmten sehr voraussetzungsvollen Prozessen des Regierens, der Machtausübung. Und da spielt Macht und Wissen zusammen und eben, da spielen auch Diskurse rein. Also gerade die Frage auch, wie dann so ein entstehendes, so ein entstehender Machtkomplex diskursiv repräsentiert wird, ist dann nicht mehr neutral. Weil, wenn eben sozusagen sowas als real dargestellt wird, dann wird es dann auch irgendwann real sein. Ja, und insofern sind Diskurse, gerade wenn sie eben in großem Maßstab produziert werden, nicht neutral, ganz elementare Dimensionen der Ordnungsbildung, auch der Gesellschaftserzeugung. Dann kommen wir noch zu einer letzten Frage. Und zwar lehren Sie auch an der Universität Mainz Bildungssoziologie und unter dem Hintergrund des Sprachgebrauchs. Denken Sie, dass es heutzutage noch eine Art Habitus gibt, den man unbewusst eben einsetzt? Im Sinne von, ja, also im Sinne von Pierre Bourdieu, dass so gesagt durch den Habitus eben auch eine Ungleichheit entstehen kann in Bildungsinstitutionen. Wird reproduziert, ne? Genau. Also der Habitus wäre sozusagen die leibgewordene Ungleichheit. Ja. Und das ist natürlich vollkommen klar. Also der Habitus-Begriff bringt es sehr schön auf den Punkt, dass diese sozialen Strukturen, die es ja dann gibt, ja, die eine historische Realität angenommen haben, dass die dann auch in die Körper Eingang finden. Und dass zum Körper dann auch einer sehr vorreflexiven, unbewussten Ebene bestimmte Dinge dann einfach verkörpern. Mhm. Ja, also bestimmte soziale Strukturen verkörpern. Ich denke, heute ganz im Zentrum der Bildungsindustrie steht eben die Hervorbringung eines Subjekts, was eben auch den Habitus hat, um in diesem neoliberalen Gesellschaftssystem zu bestehen. Ja? Das frei, sozusagen strategisch, autonom, eigenverantwortlich denkt und auch handeln kann. Das ist was auch nicht einfach irgendwie in uns drinsteckt. Ja? Das ist eine Sache, die durch lang anhaltende soziale Anleitung, Erziehung, Bildung entsteht. Ja? Also, um überhaupt mitspielen zu können auf diesem freien Markt der Möglichkeiten, wo die sozusagen Besten bestehen und dann entsprechend sich durchsetzen, muss man eben sozusagen auch in die Lage versetzt werden. Ja? Und ich denke, das ist der Grund, warum auch heute nach dem der Nationalstaat eigentlich nicht mehr so im Aufstieg begriffen ist. Das Bildungssystem aber weiter sozusagen wächst und expandiert. Der Grund, weil es eine ganz elementare Funktion für unsere neoliberale Leistungsgesellschaft einnimmt. Dann bedanken wir uns für das Interview bei Ihnen. Ja, dann schauen wir mal, ob das hier geklappt hat. Ja, es ist noch irgendwie hier ein bisschen Batterie drin. 38 Minuten.